weil der hört natürlich auf seinen Vorgänger, ja, mit dem er befreundet war. Vielleicht unter Umständen hat er dem sogar den Job zu verdanken. Man darf nicht, eines nicht vergessen, dass auf den Entscheiderebenen viele Job-Changes, ja, auf Verbindungen, also Vitamin B basieren. Und dann herauszufinden, wo war da genau das Vitamin B, ist der präferiert durch die Geschäftsführung da jetzt reingekommen als neuer Chief Executive IT-Leiter? Ist der befreundet gewesen mit dem Vorgänger oder kann der vielleicht gar nicht mit dem Vorgänger, weil der ist rausgemacht worden, ja, so rausgeekelt worden oder gegangen worden und so weiter und so weiter. Musst du mit Fingergespitzengefühl, also wirklich, musst du Profi sein und da rein schnuppern. Wie ist da die Situation, dass du in kein Fettnäpfchen drückst? Aber auf der anderen Seite, wenn du herausgefunden hast, wie die Verbindungen sind, und das sind alles zwischenmenschliche Geschichten, da geht es gar nicht um, wie gut bin ich im Verkaufen oder wie gut bin ich in der IT oder sowas. Ja? Also, ganz, ganz interessant. Auch da viel Erfahrung können wir natürlich mit dienen. Ja, was gibt's noch? Ja, das ist hier, hier gibt es eben die Taktiken, ja, Taktiken, mit denen wir eben arbeiten. Taktik ist der Verweis. Das kann ich nicht mehr schreiben. Moment. Verweis. Ja, ich telefoniere rein, sage, grüße Sie, hallo, mein Name ist von der Firma sowieso. Mich hat Herr Vorgänger verwiesen auf Sie und dann kannst du dem voll pitchen und der ist noch ganz frisch und neu und du kannst dich da quasi positionieren, platzieren. Der weiß noch von gar nichts eigentlich in der Regel in der Firma. Und in der Firma ist zum Beispiel, ja, welche Bestandsdienstleister da drin sind, welche Software präferiert ist von der Fachabteilung und so weiter. Der ist da ganz frisch, ganz neu. Und du kannst da quasi, wenn er noch ganz frisch, ganz neu ist, den neuen, ja, den Nachfolger kannst du quasi so hinmassieren, so ein bisschen, so wie du es eben benötigst. Und das ist ein super wichtiger, geiler Tipp, der in der Praxis auch sehr gut funktioniert. Ja, was haben wir als nächstes? Dann gibt es hier saisonelle Bedingungen. Ja, saisonell. Also, ganz wichtig auch, Saisonalität, und zwar hier mal zum Beispiel Firmen, wie ich heute zum Beispiel die Firma hatte mit der E-Shop-Einführung für 50 Millionen, das waren Elektro-Consumer, ja, und Consumer zum Beispiel, warum ist es so wichtig, warum ist Saisonalität wichtig in der Kundenakquise, ja, weil zum Beispiel, wenn du hier Consumer hast, da brauchst du quasi die Saisonalität hier des Jahresendgeschäft von Oktober bis Dezember, Januar. Ja, brauchst du nicht telefonieren. Da sind die so busy, ja, mit dem Jahresendgeschäft. Die haben da keinen Nerv für irgendwelche Projekte oder irgendwelche Tools einführen oder E-Shops verbessern oder kaufen oder sonst irgendwas. Ja, ja, also hier brauchst du gar nicht anrufen. Ja, und das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Es gibt, wir haben insgesamt an die, ich glaube, 2 Dutzend oder sowas an unterschiedlichen saisonellen Bedingungen und so weiter. Ich nenne nur ein paar und ich werde hier nicht alles verraten. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel noch die Branche Landwirtschaft, Maschinen, ja. Also wenn du zum Beispiel, oder auch Händler, also das ist ja auch sehr relevant, also Maschinen, die ganzen Landwirtschafts-, Maschinenbau und so weiter, die wollen jetzt auch ihre ganzen Traktoren und so weiter alles online verkaufen. Ersatzteile werden meistens schon verkauft, aber jetzt wollen sie auch den ganzen Rest verkaufen oder die Händler ja sowieso. Ne? Die Händler wollen teilweise auch mehr zum Endkunden verkaufen, dass sie sozusagen dort den Kunden besser kennenlernen, dann eben dadurch ihr Produkt besser verkaufen. Dann gibt es also quasi Industrie 4.0 Komponenten, also quasi so über Remote Service, dass jemand im Traktor sitzt und dann quasi interagieren kann mit dem Kundenportal und so weiter und so weiter. So unzählige Ansätze, was man da verkaufen kann an IT-Lösungen.
Und hocheffizient, also hochinteressant, diese ganze Branche. Klar, Nahrung brauchen wir alle. Und hier zum Beispiel brauchst du quasi in der Erntezeit, ja, ja, brauchst du gar nicht anrufen, weil in der Erntezeit, ja, das sind die besten, da sind die busy mit Ernten und dem ganzen Kram, ja. Also das ist dann so, ja, irgendwie so Juni und Juli und so, ja, bis über die Sommerpause. Hat keinen Zweck, da brauchst du nicht groß hier Kunden-Calls machen und versuchen, irgendwelche Lösungen zu verkaufen. Ne? Und dann haben wir hier, also wirklich, wir haben hier über die Jahre haben wir so viele Kriterien da reingesammelt, die wir quasi alle verwenden, um letztendlich für das, was wir reingeben an Zeit und Effort und Aufwand und das Bestmögliche eben, das effizient, also wirklich so effektiv und effizient wie möglich eben zu arbeiten. Ja, und ich gebe es auch an all meine Mitarbeiter natürlich genauso weiter, also jeden, den ich natürlich trainiere, auch wenn ich zum Beispiel Kunden, Mitarbeiter vor Ort trainiere, was ich letzte Zeit nicht mehr so häufig gemacht habe wegen Corona und so weiter, also eigentlich gar nicht. Aber genau das sind eben die ganz, ganz wichtigen Dinge. Okay,